Ahoi, ahoi, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry Primal. Beim letzten Mal, da haben wir ja angefangen schon mit dem Angriff auf die Isila. Wir haben es nicht ganz fertig bekommen, also die Vorbereitung besser gesagt. Und da machen wir direkt weiter. Wir haben nämlich die Gelegenheit genutzt, falls ihr euch entsinnen könnt. Und wenn nicht, dann erzähle ich euch gerne, was wir gemacht haben. Wir haben schon mal das Tor eingetreten. Wir haben die erste Gruppe von unseren Homeboys befreit, damit die mit uns gegen die Isila kämpfen. Und wir haben noch die Hütte von Roshani upgradet. Dafür leider nur Erfahrung und keine neue Special-Fähigkeit bekommen, aber das ist ja nicht schlimm. Denn auch Erfahrung ist sehr gut und wichtig. Moment, Captain Schnuffelpuffel, du bist jetzt tot. Mit einem Schuss an den Kopf. Moment, wo liegst du denn? Da liegst du. Ach, das ist aber auch dunkel hier. Apropos dunkel, es wird Nacht. In Palermo. Nein, nicht in Palermo, aber vielleicht kennt ja der eine oder andere dieses gesellschaftliche Spiel. Gibt auch mit Zombie- oder Vampir-Varianten. Aber egal, darum geht es jetzt nicht. Es geht um Steinzeit und es geht darum, Isila zu schnetzeln. Oh, schönes Mondlicht. Gucken, welcher von beiden es ist. Der linke, okay, gut. Nur, dass ich mich jetzt in die richtige Richtung orientiere und nicht einem Gespenst hinterherlaufe. Aber hier sehe ich gerade auch das eiskalte Händchen, das ich natürlich mitnehmen will. Juhu! Ein weiterer Fähigkeitspunkt. Komme ich hier... Ja, doch, ich glaube, ich komme hier ohne große Schmerzen runter. Die Frage ist nur, ob Teddy the Bear hinterherkommt. Ich hoffe es. So, ihr Lieben, wo habt ihr euch denn alle verkrochen? Moment, da sehe ich schon mal einen. Okay, die sind auch noch zu weit zu markieren. Gut, wir müssen näher ran. Hilft alle nix. Ernte-Weicher. Mhm, sicher, sicher. Also, da ist schon mal einer, der mir am wenigsten von allen gefällt und deswegen kriegt er auch den ersten Pfeil in den Kopf. Oh nein, er fällt runter. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Dann dürfen wir uns jetzt erstmal beeilen. So. Autsch. Ey, wieso ist mein Bär schon wieder tot? Verdammt ich noch eins. Moment, wisst ihr was? Jetzt belebe ich erstmal meine Rattenkatze wieder. So, liebe Rattenkatze, töte für mich. In meinem Namen. Zack. Ja, ich muss sagen, meine Rattenkatze, die ist echt, also ich hätte es nicht gedacht, ich dachte, der Bär, der ist wesentlich besser, aber der hält auch irgendwie so gar nichts aus, findet ihr nicht auch? Also wissen, die Rattenkatze, die mäht hier durch wie ein heißes Messer durch, wie Winston Churchill eins sagte, Scheiße. Aber irgendwie, der vom Bär hätte ich es ein bisschen mehr erwartet. Also der ist doch recht schwach auf der Brust. Was mich ein wenig irritiert, aber gut, dann ist das so, damit müssen wir leben. Dann bleibe ich bei meiner Rattenkatze. Außerdem kann ich die ja immerhin reiten. Das ist ja auch schon mal sehr gut. So, genug Geschwätz. Lasst uns zur Tat schreiten und weiter unsere Homeboys befreien. Vielleicht noch ein bisschen plündern? Ah, Rotblatt. Sehr gut. Nehmen wir gerne mit. Was haben wir hier so? Südahorn, schön, Südsteinstaub, ja, nehmen wir alles gerne, brauchen wir jetzt gerade nicht, aber haben oder nicht, ist das Motto der Stunde, so wie er jetzt einen Pfeil im Kopf hat oder nicht, und er hat sich für doch entschieden, das finde ich gut. Diese Entscheidung unterstütze ich von meinem Freund, dem Toten. So, was haben wir hier? Braunbärenfell. So, wir dürften, glaube ich, noch eine Truppe Ranger haben. Jawohl, dem ist so. Kurz einmal den Weg angucken. Ja.
So. Preschen wir einfach mal durch. Ja, scheint ein richtig eingeschlagener Weg zu sein. Zack. Und zack. Ja, der eine guckt mich einfach nur doof an, hat gar kein Interesse, sich zu wehren, umso besser. Aber apropos Interesse, ich habe Interesse, meine Munition aufzufüllen, weil ich hier gerade ein bisschen Holz sehe. Das ich natürlich gerne mitnehmen will. Und da hinten habe ich noch ein bisschen Holz gesehen. Dafür mache ich sogar tatsächlich nochmal kurz kehrt. Auch weil hier noch Rotblatt ist. So. Okay, jetzt müssen wir einmal leider von unserer Rattenkatze absteigen. Denn jetzt wird geklettert. Dum, 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 dum. So, ich muss da hinten gleich bestimmt nochmal klettern, aber erstmal muss ich hier rüber schwimmen. Ach, endlich fühle ich mich wieder frisch, wieder Morgentau. Das denke ich nicht, ihr blöden Wölfe, denn ich habe meine Power-Rattenkatze dabei. Hua! Ihr Jacks, verpisst euch. Bitte. Einmal kurz den Pfeil. Okay, entweder kann ich das da hinten noch nicht erreichen oder es ist überhaupt nichts zum kaputt machen, wie ich jetzt erst dachte. Kleiner Vollidiot, würdest du bitte bei mir bleiben und bitte nicht so rumhuschen? Danke. Dicken irgendwo, dem wir vielleicht einen kleinen Trubsausanfall verpassen können. Moment, wo ist das eine Hörnchen? Das eine Hörnchen ist hier. Und das ist kaputt. Das andere Hörnchen, wo war das? Nein, jetzt höre ich es auf. Mein Gott. Also bei meiner Rattenkatze, da bin ich aber ganz schön. Also bin ich derjenige, der ganz schön alt aussieht. Weil die irgendwie alles in der Luft zerreißt und ich stelle mich mal an wie der erste Mensch. Ach, hier war noch das Hörnchen. Du kleiner Köttel. Und ins Gesicht. Nein, ich habe gesagt ins Gesicht. Warum treffe ich denn nicht? So, geht doch. Ach, so ein Theater immer. So. Moment, da sind noch mehr. Doch. Ich habe dich ja gar nicht gesehen, mein kleiner Freund. Aber dich habe ich dafür gesehen. Und dein hübsches Gesicht auch. Das hat sogar mein Pfeil gesehen. Wo sind noch mehr? Hä, wo seid ihr denn? Da! Ach, ey, jetzt habe ich aber wirklich gar nichts mehr. Jo, mach ihn fertig. Ah, schönes Ding. So, was nehmen wir denn für dich? Nehmen wir doch diesen Bienenschwarm. Treiben wir währenddessen. Genau, meine Beste durch den Kopf. Ein paar Pfeile durch den Kopf. Uiuiuiui, Moment. Oh, gleich zwei von euch. Da weiß ich aber, was ich mache. Nämlich das hier. Zack. Oh, ja klar, jetzt stirbst du direkt. Ja, du bist ein Schlumpf, ey. Markierst erst den Dicken und dann fällst du direkt von einem Scheißsplitter um. Gut, dann kann ich ja auch direkt andere Splitter nehmen. Nehmen wir doch den. Wow. Huh.
Ey, ich war doch mindestens 2 Meter weg von dir. Du kannst mir doch jetzt nicht erzählen, dass deine Keule so lang ist. Ja, ich weiß, die Zweideutigkeit war ein bisschen gut. So. Ich plündere auch nochmal schnell. Dich auch. Ich hole mir mal raus. Ich heile jetzt mal. Brave Rattenkatze. Dich können wir auch noch plündern. So, wo ist der letzte da? Zack. So. Sicher. So, hätten wir die letzten Homeboys auch befreit. Guck mich einfach doof von der Seite an, ich glaub's ja wohl. So, es ist Zeit, uns mit unseren Homeboys zu treffen. Rattenkatze bei Fuß. Zum Rodeo, mein kleiner Freund, zum Rodeo. Ich bin gespannt, wie schwierig die Schlacht wird. Dass sie einfach wird, erwarte ich gar nicht erst. Falscher Weg, ich muss hier runter. Wie gesagt, ich bin gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass es richtig knackig wird. Aber wissen tue ich es und letzten Endes damit ihr auch erst gleich. Ach, gib Ruhe. So, der Tempel von Batari. Keine Angst vor meiner Rattenkatze, das ist mein Homeboy. Sushalhain, gratis praschwa, pacha dausarsch. Ni magisch tasla heiskamas, hatakar an hai, guarpati, mi brashtar panta. Oha, ist es ein Katapult? Oder fällt jetzt gleich was um? Naja, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ring! Ach, wo ist er da? Ach so, ich muss. Ah, okay. Ah, okay. Es war tatsächlich nur dieser Stein. Jetzt muss ich auch noch Wachen abwehren. Ich glaub's ja wohl. Komm, bleib doch mal stehen. Zack. Schieße ich gerade richtig schön schlecht. So. Wieder einer weg. Wieder einer weg. Komm, komm raus. Komm raus. Kommst du raus? Ah, das war ein bisschen zu tief. Ja, oder so, genau. Fall einfach so tot um. Das geht natürlich auch. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und es sei dir somit feierlichst gestattet. Krati. Ja, rennt nur. Ja. Bam. Ja? Nein, du bist tot. Gut. Ach cool, jetzt greift mich gar keiner mehr an, weil die alle Angst vor mir haben. Ja, sehr geil. Dann kann ich ja direkt durchstürmen. Nein, ich mache noch einen Takedown. Schwing. Möglichst viel mitnehmen. Mitnehmen, meine ich Gegner töten. Ja, genau. Rennen.
Zack. Zack. Ah, ist das schön. Oh, sehr gut. Fleisch. Ja, wahrscheinlich werde ich jetzt hier mit dem Nötigsten nochmal ausgestattet. Ja, vor allem Fleisch. Das ist sehr gut. Ich werde wahrscheinlich viel Energon brauchen und damit meine ich Fleisch. Ich muss sagen, ich finde die Musik irgendwie cool. Findet ihr auch? Nochmal eben schon alles voll machen. Hier war noch Hartholz. Will ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Ja, sehr gut. Knochen haben wir auch genug. Wunderbar. Ah, irgendwie habe ich jetzt den typischen Spielmoment, wenn man extremst viel Munition findet und Ressourcen, dann weiß man gleich, ist die Kacke am Dampfen. Nein, meine schöne Maske. Komm, Kleiner. Jawohl, da ist er. Ich dachte jetzt ganz kurz schon, ich hätte das ohne meine Rattenkatze machen müssen. Das wäre natürlich schade gewesen. Was war das Horn kaputt? Wer lauert denn hier hinten? Ah, eine weitere Rattenkatze. Gut zu wissen. Wo ist denn Batari? Moment. Kann ich das vielleicht anzünden? Ich versuch's mal kurz. Nö, jetzt habe ich sie einfach nur auf mich aufmerksam gemacht. Gut, egal. Uiuiuiui, Fräulein, du haust mir aber einer rein. Ich weiß nicht, ob ich das gutheißen kann. Brenne ich immer noch? Ich will kein Fleisch essen, ich will mich löschen, du Schniedel, ey. Was machen wir denn? Ja, Falle macht jetzt keinen Sinn. Na, versuchen wir es mal hiermit. Oh ja, das klappt sehr gut. Ach, Verstärkung hier, ja, genau. Und wo ist meine Verstärkung? Hm? Hatte ich nicht auch welche? Moment. Da ist meine Verstärkung. So, da kann ich direkt zur anderen Seite rüber. Lässt du meine Rattenkatze in Ruhe? Ich glaub's dir wohl. Und du kleiner Schlumpf, hä? Ist da endlich noch irgendwo ein Käfig oder sowas? Nein, nur Abgrund. Okay. Sehr gut, und du bist weg. Zwei Sekunden. Oh, genau das habe ich gerade befürchtet. Ich wollte gerade sagen, wenn er jetzt nicht so ein Dicker ist, dann dürfte meine Rattenkatze eigentlich kein Problem haben. Ups, gut, Sprung geschafft. Das freut mich. Rattenkatze, komm her. Und hör auf zu brennen, bitte. Lass die beiden dicken Idioten sich bekämpfen. So. Jetzt mache ich mal kurz aus dem Staub. Ach so, die Tür ist noch nicht auf. Ja, das erklärt einiges.
So, würde ich sagen, holen wir doch mal den Wolf. Hurz! Kann das sein, dass das hier Stonehenge ist? Fällt mir gerade mal so auf, so. Weiß nicht. Großer Steinkreis. Klingelt damit bei euch? Bei mir jedenfalls schon. Warum zünde ich eigentlich nicht sie an? Komm. Beeil dich, der Pfeil wird langsam heiß. Komm da raus. Daneben, daneben. Oh, verdammt, jetzt habe ich daneben geschossen. Schade. So, die beiden bringen sich schön gegenseitig um. Stattdessen bringe ich sie um. So, erstes Hindernis weg. Ach, shit, warum wechselt... Oh, warum hat er denn jetzt die Waffe gewechselt? Meine gute Keule. Moment, was haben wir hier? Fleisch! Mein Tierchen, mein... Oh, mein treues Tierchen. Wen nehmen wir denn dann? Dann nehmen wir doch ihn hier wieder. Moment, ich versuche mal das Hindernis ein bisschen einzuäschern. So, ein Hindernis haben wir noch. Das kriegen wir doch mit Sicherheit auch noch klein. Oder wir zünden sie direkt an. Das ist natürlich auch nicht schlecht, aber ich glaube, die brennt nicht so lange wie Holz. Die hat nicht genug Zunder, die gute Frau. Vielleicht, wenn ich ihn in den Kopf treffe? Ne, selbst da brennt die nicht. Alles hohl. So, Schätzelein, das war's mit deinen Hindernissen. Das freute mich natürlich. Oh, das war's gleich mit meinem Leben. Das freut mich natürlich erst recht gar nicht. Boah, mich nervt das, dass er dann jedes Mal immer zu dem Dings wechselt. Och, du mit deiner Lümmelverstärkung hier. Mit deiner Rosenmafia. Lass erst mal gucken, ist da ein Dicker bei? So, ihr seid schon mal weg. Rattenkatze, geh weg, du brennst gleich. So, du bist auch schon mal weg. So, da sehe ich einen Dicken und darauf habe ich gewartet. Hui! Zack! So, und jetzt bring bitte deine Kameraden um. Das wäre doch mal sehr nett. Und du bist weg. Ich bringe währenddessen deine Herrin um. Zack, daneben. Ach, das ist ja... Auf die Art und Weise ist der Kampf ja richtig geschmeidig. Oh, Moment, da kommt jemand, das macht es weniger geschmeidig. Schnell was essen, genau, das ist wichtiger als das Feuer löschen. Ihr Penner, ey.
Was machen wir denn mit euch? Ach so, du knallst deine Leute selber ab. Also das ist praktisch. So, das Thema wäre damit auch durch. Dann warte ich mal kurz, bis die Fliegen beiseite geschafft sind. Oh, ein Wolf. Cool. Fleisch. So, du kommst mal bitte wieder zurück, kleiner Mann. Ich heile mich dabei. Ja, ich sollte mal aufhören zu brennen, das wäre mal eine Idee. Kann ich eigentlich dieses Tor da hinten anzünden oder so? Egal, die kriegt jetzt erstmal einen guten Bienenschwamm ins Gesicht. So. Währenddessen Speere. Die verliert ja gar kein Leben mehr. Okay, wahrscheinlich nur bis zu einem gewissen Punkt. Moment, ich mache eben schnell ein paar neue. So, kümmern wir uns jetzt erstmal um die Homeboys, die hier kommen und uns nerven wollen. Zum Beispiel dich. Das war dein Beitrag, sehr schön. Das war jetzt dein Beitrag, auch, ja, nett. Und so viel zu deinem Beitrag. Schätzelein! Nicht mit Commander. Das war's schon? Ah, sehr gut. Dann kriegt man Pet einmal ein bisschen Fleisch. Meine gute Rattenkatze. Ach nee, das war's ja doch noch nicht. Rattenkatze, wärst du so nett? Ich danke dir. Hier wird bestimmt noch ein Dicker bei sein, oder? Ja, da ist er. Zack. Ist auch mal schön wieder seine Homeboys umbringen. Das finde ich lustig. Oh, hier ist das Hindernis. Da wollte ich hin. Drum gehe ich auch dahin. Zack. Na? Ah, ich sollte nicht so verschwenderisch mit den Speeren sein. Lieber nur, wenn ich einen hundertprozentigen Treffer landen kann. Ui, 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 ui. Wo kommst du denn her, mein kleiner Freund? Autsch. Moment, ich habe doch bestimmt noch einen Tobsuchtsplitter. Der ist hinter dem Fels. So, ich lasse euch zwei dann mal allein. Euch Turteltäubchen. Du sollst doch zu deinem Bro gehen hier. Nein, ich wollte hoch, nicht runter. So, jetzt haben sie sich gesucht und gefunden. Und deswegen... Nein! Oh, das war... Och, jetzt habe ich das Fleisch dahin geworfen und du bist trotzdem tot. Dann nehme ich dein Fleisch und beschwöre dich wieder, um... dich mit deinem eigenen Fleisch zu nähren. Das ist ganz schön makaber und ekelhaft. Ah, oh, sehr gut, da hat er eine Holz dabei. Und Rotblatt auch noch. Ist das schön. Sekunde. Machen wir doch nochmal so. Mist, der war zu kurz. Schitter. Der aber nicht. Ha! Oh Gott, wenn ich jetzt sterbe, dann drehe ich am Schlappen. Ah, Batari kommt raus, sehr schön. Oh, du kriegst jetzt sowas von die Fresse, Dick. Oh, oder ich krieg sowas von die Fresse, Dick. Huhuhu. Kann schon mein Tier wiederbeleben. Oh, ich bin gerade echt ein bisschen, Hab ich jetzt getroffen? Ja, okay. Sehr gut, dann werde ich mich jetzt mal wieder noch weiter aus dem Staub machen. Wow, du schon wieder, geh doch weg! Oh, eine Stachelbombe, das ist eine gute Idee.
Und stirb! Ja, Batari zu Asche. Besser hätte ich es nicht formulieren können. Höchstens, ja, Batari extra knusprig? Oder Batari Medium Plus? Guarvati, Guama! Guarvati! Quai Batari Gipata! Sus, du gehst da, Marwa! Aluhu Sakwamat, Winja Wakwas Takat, Warpeti Swada, Wantar, Ya Batari Hushanchi. Uguifas Glakitis Papi, Sushayui. Shaya, Sushilhan Wanmas. Hey Kuska, Shayuha, Hayayama. Sehr gut, und wie nach jedem anständigen Drogenrausch wachen wir irgendwo mitten in der Pampa auf. Und ich denke, das ist ein sehr guter Abschluss. Ja, Tempel von Batari abgeschlossen. Ja, und wie gesagt, das ist ein sehr guter Abschluss, deswegen mache ich hier meinen Cut. Ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich super freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Dann steppt hoffentlich wieder der Bär, so wie in dieser Folge. Und wir sehen uns. Bis dahin. Tschüssikowski.